wieder ein? Du bist ja so eine lahme Gurke. Also das ist halt, an den Kurven ist das Auto scheiße. Also Romasra, ich bin nicht so gut in dem Spiel. So, jetzt mache ich Option. Guckt es euch an. Jetzt mache ich Option C. Bist du bereit für Option C? Ja. Die ist ein bisschen, na, ist nicht so die konventionelle Art und Weise. Mhm. Aber es ist so ein bisschen der einzige Ausweg, ne? Ist halt, wir müssen eh bergen und das ist noch so der letzte. Ach, Digga, diese scheiß Drecksbretter, wer tut die denn hier hin? Die Bretter, so. Die verkeilen einfach nur noch. Wenn das klappt. Wieso lachst du, Micky? Wenn das klappt. Plan C. Mein ganzes Dach ist kaputt. Ich habe 39 Motorschaden. Es hat nichts gebracht. Das ist so ein bisschen der einzige Ausweg, ne? Das war Plan C. Oh, Plan C. Ich komm voran. Ja, 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 ja. Wir brauchen uns einfach. Was machen wir denn hier? Chef, hier kommt jemand vorbei und ich besteig dich einfach. Jo, mein Heck! Es ist gerade Paarungszeit einfach. First Person einfach. Es ist einfach gerade Paarungszeit. Das kannst du ja gar nicht erzählen. Ich bin fest in dir. Hier abgeht. Ich bin fest in dir. Meine Kamera spinnt. Ich bin komplett steil. Ich kann noch meine Winde an dir anbringen. Ja, gibst du mir mit der Winde. Motor abgesoffen. Oh, Max, du bist einfach in mir drin hier. Das ist. Mutter abgesoffen. Digga. Ich mach jetzt einen Burn. Neuer Truck entdeckt. Handbremse ziehen und driften. Alter, damn. Ich ziehe ein paar Donuts, Alter. Guck mal die Reifenspuren auf der Straße an. Krass. Oh, Handbremse wieder lösen. Merkwürdig. Also, wenn ich für eine Sache stehe, dann ist es für weiß ich auch nicht. Muss ich erst. Nicht zum. Okay. Ah ne, warte mal. So. Chillig. Ach, Digga. Oh, ich freue mich mit dir zusammen durch die Wand, durch die Berge zu heizen. Ich bin fest! Winde verwenden! Oh nein! Ich bin festgefahren! Was ist die Winde? Winde verwenden. Ah, hier da vorne. Und am Baum. F. Au, au, mein. Okay, ich hab das Tutorial durchgespielt. Echt? So schnell? Bist du mein Wachturm? Ich bin mein Wachturm, ja. Gelände deuten. Junge, die Musik. Ah, mit dem Lastengang bleibe ich nicht stecken. Das Gelände gedeutet, bin auch so umgefahren. Hier mit Kraft? Ich nicht, ich bin voll durchs Wasser gefahren. Scheiße, der driftet! Schaden am Fahrzeug. Was ist denn jetzt los? Thank you.
Junge, mein Auto hat gar keine Power, was eine Scheiße. Das ist echt ein wackes Auto. Viele machen den Fehler. Ja. Und ziehen einfach so bei voller Fahrt die Handbremse. Nee, das ist kein Fehler. Viele machen den Fehler und fahren in diesem schlammigen Scheiß rum. Aber du musst über einen Rasen fahren, weil Rasen ist immer fester als Schlamm. Verstehst du? Das habe ich gelernt. Ja. Fahr leicht neben der Spur. Die Spur ist zu schlammig. Das also aus Ego-Perspektive aus, Max. Aus der Ego-Perspektive, ich guck mal kurz. Der Baum fällt! Schon wieder. So. Ja, und jetzt? Handbremse, du kannst doch eine Handbremse reinmachen. Max, was tust du denn da? Oh ja, 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 ja. Wo ist der? Oh, Gott! Scheiß Ball, der da runterrollt. Ja, hier geht gar nichts mehr. Ich kann hier nicht mehr wenden. Aber wenn ich es echt noch schaffe. Das sind Mausezeichen, für das schaffst du niemals. Oh Mann, ich würde zu gern schaffen! Was macht... Ja, es war halt ein abgekatertes Spiel. Ja, scheiß drauf. Wir bergen uns. Mit welchem Truck? Was mit meinem? €82. Wer redet da? Hallo? Sumatra? Rumatra. Oh mein Gott, hat's bei Rumatras an der Türe geklingelt und du hast Ärger bekommen? Sei hat ehrlich, Rumatra. Nein, mein Dad hat. Ich habe selber kein Amazon Prime, okay? Ja. Ja, ja. Und deswegen habe ich mir dieses Lenkrad halt über Junge! Das Familien Amazon bestellt. Man hat aber nur ich gehört, 280 Euro. Du hast Ärger bekommen gerade. Nein, das war kein Ärger. Das war der Ärgerton, natürlich hast du Ärger gerade bekommen. Der hat halt gedacht, mein Dad hat halt gedacht, ich habe wieder auf seine Kreditkarte einfach Cash schon wieder alleine. Machst du das regelmäßig oder was? Ja, ab und zu mal los, mal so ein Supplement oder so. Alles das hier ein Rennen. Stell dir vor, ihr habt einfach eine G-Klasse, die viel kleiner ist und viel schneller sein sollte und ihr suckt einfach. Oh, Junge! Was? Ey, dreh, du musst mich drehen! Komplett gebumst, Alter. Du musst mich wieder... Da ging gar nichts. Warte mal, ich stoße dich einfach nochmal an, oder? Das war nee, einfach mit der Winde. Seid ihr mit der Winde. Das wird jetzt ein kleines Manöver sein. Aber es okay, musste warte, sein. Ich hab mich halt mit dem Stier angelegt und dann muss ich auch die Hörner spüren, ne? So, du musst jetzt einfach. Nimm dich einfach. Na, jetzt hat mein Auto. Oh! Ja, ja, ja! Nein! Wir hatten's fast. Das war's fast. Guck mal, ich überhol dich. Wenn wir einfach nur geradeaus fahren, überhol ich dich. Nö. Doch! Hä? Als ob du das nicht siehst. Ah, ne, jetzt. Oh, jetzt! Aber da kann ich immer den hier machen. Oh, Steine auf der Straße! Wow, wow, wow! Das ist so unrealistisch, das Game. Wieso machen wir auch Rennen? Du kommst auf eine gute Geschwindigkeit. Und dann noch so richtig krasse Kurven zu kriegen. Das machen sie bei Fast and the Furious. Dann hauen sie auf einmal was rein und... Nee, das war überhaupt nicht Fast and Furious, Mann. Das war einfach überwacked. Das hat mich ja gar nicht geschleudert. Hast du es gesehen? Ja, du musst schleudern, während du während du orthogonal zu dem Ding bist. Nein! Die Autos sind aber auch dumm, Alter! Warte, ich hab dich. Ich kann nicht mehr. Das war überhaupt nicht Fast and Furious. Ich bin mit 5 km/h mich umschleudert. Jo, mach mich doch fest! Ja, ich überhol dich. Ich hab halt einen Motorschaden. Echt? Oh ja. Wo ich dich hier überhol. Oh nein! Mein Auto ist scheiße! Baumstumpf. Wir müssen ja wenn es matschig ist, ich hab mit Abstand die besten Matsch. Gleich,
rein. Das stimmt, du hast die Mattschreifen des Todes. Ich hab die Mattschreifen. Ich fahr durch Matsch, als wäre ich ein Hoverboard. Nee, ein Hoverboard? Keine Ahnung. Ja, Hoverboard. Ich hab trotzdem. Jawoll! Mann, das fehlt doch nicht viel! Ich mach jetzt was, ich mach jetzt einen Heldenmove. Okay. Bist du bereit? Lass mal los. Ich mach's nochmal fest. Und jetzt geht's los. Bist du bereit? Ich hab's! Oder? Was machst du da? Ich wollte eigentlich offline gehen. Dann fahre ich umgekippt in Romatra reingefühlt und es macht einfach wieder Spaß und ich sag, scheiß drauf, ich bin dabei. Der Romatra muss gar nicht so lachen. Der ganze Scheiß, Digga. Hanky, 100 haben kannst. Du kommst auch von A nach B mit 400 PS, weißt du? Oh, Jungs! Man sieht das gleich, wie steil. Ach, es ist so schlecht. Romatra, du fährst gerade ausgesprochen kickt schlecht. Er kickt ihn da rein, genau wie bei mir, Max. Ich fahr vor, ich hol dich da raus, Max. Warum machst du das, Romatra? Wir wollen doch... Wir wollen nach Island Lake. Zieh dich jetzt an mir fest, Max. Jo! Hä? Was, wo bist du fest, Max? Was machst du bei da? Bei mir, bei mir. Bei Hanky, der Power, der junge Mann. Guck, du bist raus, oder? Müsstest du. Nein, 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 bin ich nicht! Halt okay, mich, halt noch mich! Nochmal, nochmal. Hanky? Ach, Motor abgesoffen. Das war die... Es ist zu wild. Ja, jetzt ist ein Baum in mir in meinem Kofferraum drin. Du stehst aber, guck.